Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Zweitkanal Broski. Was geht ab, Freunde? Es ist mal wieder Zeit für die Knappis. Höchste Zeit. Man muss sich so als Schalke-Fan jetzt aktuell so ein bisschen Grundsarkasmus und so aneignen. Mit so einer gewissen Ironie an die Spiele gehen, weil wir haben ja letzte Woche, da gab es ja keinen Vlog, in Magdeburg richtig brutal auf die Schnauze gekriegt. Habe ich in einer Bar geguckt mit Kollegen. Musste ich auf jeden Fall mit dem ein oder anderen Lifestyle-Getränk, ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Heute geht's gegen St. Pauli, der Tabellenführer, die beste Mannschaft der zweiten Liga. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das hier heute gibt. Wie unsere Performance sein wird. Ihr könnt eine brutal geile Performance machen, indem ihr dem Video ein Like gebt. So, geile Überleitung, oder? War echt gut. Nee, wirklich, ich sag euch ehrlich, aktuell ist wieder irgendwie alles scheiße, ne? Also, was man so hört durch die Medien und so, ist das vielleicht auch heute schon das letzte oder vorletzte Spiel von Karel Gerards. Also, der Trainer soll auch mal wieder angezählt sein bei uns, ist ja auch nichts Neues. Ich habe schon ganz wilde Sachen gehört, auch die so rumschwirren, wie heute unsere Aufstellung sein wird. Irgendwie mit Kabadahi und Aujan auf der 8 und Schallenberg als Innenverteidiger. Ey, macht keinen Spaß mehr, ne? Wir haben auch den ersten Krieger verloren übrigens. Mein Vater, der ist aktuell im Skiurlaub, der gönnt sich. Ich gönne ihm auch. Ich wäre gerade auch lieber im Skiurlaub, als zu wissen, dass wir heute einen Einlauf gegen St. Pauli kriegen. Ich muss noch ein bisschen warm werden, Freunde. Gebt mir mal so noch so ein Stündchen Zeit, wir haben jetzt keine Uhr, aber ich denke mal so 2 Stunden vor Anpfiff müsste sein. Ich brauche so eine Stunde, dann laufe ich heiß und dann hype ich mich auch wieder. Aber es geht anders als Schalke-Fan gerade nicht. Es sind solche selbstzerstörerischen Ausmaße, die das da gerade annimmt. Macht echt keinen Spaß aktuell. Ach so, by the way, ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz runter in den Keller. Ich werde nämlich heute sehr wahrscheinlich nach dem Spiel auch noch streamen. Ich gehe heute nicht mit meinem Vater ins Stadion, habe ich ja schon gesagt, sondern mit dem Coach Ludwig aus der Baller League. Den Mann kennt ihr ja sicherlich. Der ist heute dabei, den habe ich gefragt, ob er die Karte von meinem Vater haben möchte. Hat er ja gesagt. Ey, Mann, ich freue mich richtig. Ich mag den sehr, sehr gerne. Haben uns ja bei der Baller League kennengelernt und der ist ja sogar auch Mitarbeiter bei Schalke. Der ist, glaube ich, irgendwie Scout im Jugendbereich oder so. Müssen wir ihn gleich nochmal fragen. Wir haben jetzt 1,5 Stunden vor Anpfiff. Der Mann wollte eigentlich schon vor 10 Minuten hier sein, aber Stau ist absolut brutal. Und ich bin jetzt hier noch bisschen in der RTG drin. Ich mache noch 1, 2 SVCs. So ein cooler Grind aktuell. So, Freunde, ich sitze im Auto und guck mal, da ist er. Der Coach. Blau-Weiß. Ja, Mann. Ey, ihr wisst ja, der Mann ist ja auch Jugendscout bei Schalke. Ich habe ihn jetzt heute mal gefragt, ob er Bock hat mitzukommen. Wir haben nämlich vorgestern haben wir noch so ein bisschen geschrieben über die Baller League. Wir haben ja am Montag leider ganz, ganz bitter verloren. Aber heute nicht Baller League, heute nur die Knappen. Der Mann hat gerade noch seinen Sohnemann weggebracht. Ey, Straßenkatastrophe hier. Heute bei dem Spiel ist es ja so, dass irgendwie die Busse und die Bahnen fahren nicht, ne? Ja, wegen Streik. Ja, genau. Und deshalb ist hier mit Autos ganz, ganz krasse Katastrophe. Aber ich glaube, wir haben jetzt so das Schlimmste geschafft. Wir fahren jetzt zum Stadion mit bisschen Verspätung und allem drum und dran. Aber wie gesagt, heute ist Ausnahmesituation. Gab ja auch Gerüchte, dass das Spiel vielleicht sogar abgesagt wird. Aber die Knappen spielen. Und wir gehen jetzt hier gleich rein in den Tempel. Und dann bin ich mal gespannt, was das hier wird. Du hast gerade gesagt, du hast sogar ein ganz gutes Gefühl, ne? Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber ich glaube, heute holen wir die 3 Punkte. Geil, ich habe ein richtig beschissenes Gefühl. Let's go! So, der Coach navigiert uns hier durch. Du machst das. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwo in Dortmund rauskommen. Nein, guck mal hier. Arena ist doch schon da. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Aber also vom Verkehr geht es eigentlich ehrlich, ne? Ja. Ich habe es ehrlicherweise jetzt hier so ein bisschen schlimmer noch eingeschätzt. Aber dribbel uns mal durch hier. Mitarbeiterstatus. Der Mann zeigt seine Karte vor, wir kommen überall durch. So, jetzt haben wir es hier einmal in Farbe und bunt, die Aufstellung. Kabadahi mal wieder von Anfang an. Soppi, unsere Winter-Soforthilfe. Kallas und Schallenberg anscheinend heute in der Verteidigung. Also entweder wird es eine Dreierkette oder die Karel Gerards Raute. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Hier steht noch, Mohr und Matriciani fallen krankheitsbedingt aus. Ich bin gespannt. Also, ja, mal gucken, wie es taktisch ist. Ne? Gut, der Mann dribbelt uns hier überall durch. Das ist der Mitarbeitermodus, von dem ich immer rede. Wir fahren jetzt hier einfach fast wirklich genau auf den berühmt-berüchtigten Arena-Ring drauf. Hier vorne ist so Mitarbeiterparkplatz. Da sind auch die ganzen Trainingsplätze da hinten an den Parkhäusern ran. Und da werden wir uns jetzt hier ganz gepflegt hinstellen. Oh, komm, machen wir es okay. Ey, guckt euch das an. Das ist so mal ein Panorama hier beim Einparken, oder? Guckt euch das an. Die wunderschöne Felddienst-Arena. Und gehen wir rein, ne? Sieg, 3 Punkte. Deine Motivation hätte ich gerne, ehrlich. Das ist krass. Freunde, es ist endlich soweit. Die neue Formel 1-Season steht endlich vor der Tür.
Lange haben wir gewartet. Und genau deshalb ist es absolute Zeit, sich endlich wieder an die Lenkräder zu setzen. Und ich hoffe natürlich, meine Ferrari Boys und Girls performen Forza Ferrari. Es wird endlich wieder Zeit. Und damit Welcome Back Formel 1 bei Sky und bei Wow. Nach der Machtdemonstration von Red Bull Racing in 2023, die haben da ja alles auseinandergenommen, geht es ab dem 29. Februar endlich wieder los und Samstag das erste Rennen 16 Uhr in Bahrain. Mit Wow bist du von vorne an direkt bei jedem Rennen immer live mit dabei und das Beste, das Ganze ohne nervige Unterbrechungen. Das heißt, keine einzelne Sekunde des Rennens wird verpasst. Und das Ganze ist als Monatsabo auch jederzeit kündbar, falls du mal keine Lust mehr hast. Und seit diesem Jahr gibt es auch bei Wow eine neue Rennserie, die ihr verfolgen könnt. Und zwar MotoGP, die Formel 1 auf zwei Rädern. Mit Sky Sport bekommst du bei Wow jetzt mehr Motorsport als jemals zuvor. Täglich immer live und vor allem nonstop Motorsport für alle Liebhaber da draußen. Und das Geile ist, mit mehr Live-Berichterstattung als jemals zuvor. Formel 1, Formel 2, Formel 3 seid ihr bei allen Sessions mit dabei. Für die Leute, die sich auch gerne zum Beispiel die ganzen Trainings immer reinziehen. Die Porsche Supercup-Rennen sind auch dabei. Alle 18 Rennen der NTT IndyCar Series 2024. Die Xtreme E ist auch mit am Start. Und wie gesagt, auch jetzt alle 21 Grand Prix und Sprintrennen der MotoGP. Und auch alle Rennen der Moto2, Moto3 und MotoE. Ihr habt in dem Paket wirklich alles mit dabei. Das heißt, euch erwarten auch Dokumentationen, Hintergrundberichte. Und jetzt kommt noch was für richtige Formel 1 Liebhaber. Finde ich persönlich zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Denn das erste Mal bei Wow gibt es dieses Mal auch alle 20 Onboard-Channel mit. Das heißt, wenn ihr Fan von einem bestimmten Fahrer seid, könnt ihr auch einfach die ganze Zeit das Rennen aus seiner Perspektive verfolgen. Also, wer da Bock drauf hat, checkt es auf jeden Fall aus. Bei Wow und bei Sky ist die Formel 1 und der Motorsport einfach zu Hause. Der Link ist in der Beschreibung. Checkt das, wie gesagt, sehr, sehr gerne ab. Das dürfen Motorsportfreunde auf jeden Fall nicht verpassen. Also oberster Link in der Beschreibung. Abchecken. Und ich habe so Bock auf die Saison. Ich hoffe, es wird nicht wieder so eine Red Bull-Dominanz. Ich bin gespannt, was beide Ferrari-Boys hier machen. Und es ist einfach die letzte Saison von Hamilton bei Mercedes. Ich bin sehr gespannt auf die Saison. Also sehr gerne abchecken. Hey, Jungs, dann brauche ich aber auch eine Match-Prediction für heute. Hau mal was raus hier. Ich sag, es wird zwar schwierig, aber ich hoffe auf ein 2-2. Ja, das ist geil, das ist Motivation. Hier, komm, gib mal einen. Ich sag auch 2-1. 1-0 Schalke. 1-0? 1-1. Du? 2-1. Hey, keine Niederlage, ist gut, ey. Jungs, auf ein gutes Spiel, mach's gut, ciao, ciao. Boah, das ist geil, ne? Da musst du mit den Mitarbeitern unterwegs sein. Und die zeigen dir hier noch die Schleichwege und alles. So, wir gehen jetzt hier über die berühmt-berüchtigte Charlie-Neumann-Brücke. Ey, guckt's euch an. Boah, ich fast aufs Morgenlicht. Perfekt. Was hier los ist, ne? Tabellenkeller, zweite Liga. Das Ding wird auch einfach heute wieder komplett voll sein, ne? Kannst du keinem erzählen. Wahnsinn. Hey, was geht? So, wir sind drin. Der Coach hat uns hier durchgedribbelt. Ey, ist das brechen voll. Wahnsinn. Ist das voll hier. Kannst du keinem erzählen. Guck mal, wenn wir hier getroffen haben, noch in der Show gewesen vor ein paar Monaten. Jetzt stehen wir uns am Montag in der Bowler League gegenüber. Du bist ins falsche Team gejoint, Bro. Du hättest mich wählen können. Ich hatte dich gefragt, aber hast du gesagt, ich bin schon mit Gönnergy. Ja, auch mal scouten hier. Auch mal scouten für nächste Mal. Ja, komm, sag mal an hier. Was sagst du fürs Spiel? Ich glaube, heute wird es ein ganz, ganz kniffliges Spiel. Sehr, sehr eng, aber ich tippe auf ein 2-1 für Schalke. Guck mal, das ist ein Ex-Hamburger, der Mann. Heimvorteil. Aber ich glaube, Schalke muss trotzdem heute kämpfen. St. Pauli hat einen Lauf, St. Pauli ist gut drauf. Aber ich glaube, die drei Punkte bleiben heute hier auf Schalke. Und Bowler League, Gönnergy oder? Nein, das ist... Er darf nichts Falsches sagen. Torreiches Spiel. Aha. Ich hau euch mindestens 2 rein. Ah, weiß ich nicht. Wir machen Manndeckung, einfach so. Einfach, mit einfach Ansage so. Mindestens 2. Und ich tippe auf ein 6-5 für uns. Oh, guck mal hier. Heute Fusilli mit Pesto. Geh mal rein. So, es wird jetzt hier noch ganz gemütlich was gesnackt. In einer halben Stunde ist Anschluss. Essen ist ganz geil, aber ist eigentlich scheißegal. Ich will heute einfach, trotz meines brutal beschissenen Gefühls, hier irgendwie was mitnehmen, okay? Das ist der Plan. Muss man, by the way, übrigens echt sagen, also hier zu sitzen, ist schon ein Vibe, ne? Also da ist so diese Pyramide quasi. Da ist so der Eingang auch für die Spieler. Und dann guckst du hier halt noch so draußen aufs Vereinsgelände. Und dann ist hier halt so dieser ganze Innen- und Essensbereich.
Das ist schon geil. Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt angelangt, Freunde. Vater, wenn du das siehst, nimm es mir nicht übel, weil ich muss den Mann langsam überreden, dass wir die Karten behalten. Weil der ist sehr fertig. Aber der ist ja aktuell im Urlaub. Wenn wir heute was mitnehmen, dann hat er vielleicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Also Vater, wenn du den Vlog hier siehst, ne? Ich kämpfe dafür, dass du die Tickets behalten willst und dass du es wieder fühlst. Für die Knappen, für Schalke. So, dann wollen wir mal. Wir gehen rein. Ey, guckt euch das bitte einfach an, ist das geil, Mann. Abstiegskampf, zweite Liga. Guckt euch an. Krank, Alter. Ey, das kannst du keinem erzählen. Ich war einfach falsch, Junge. Einmal ohne meinen Vater im Stadion. Ich komme mir einfach nicht klar, ne? Ey, wir machen das übrigens heute so, ne? Wenn das Spiel angepfiffen wird, ne? Gehst du direkt Bier holen. Also direkt, wirklich. Und wir ziehen das so lange durch, bis es nicht mehr funktioniert. Ich bin nicht ganz draußen. Weil die Scheiße kannst du ja auch nicht mehr angucken. Könnt ihr nicht mal so einen Klappstuhl mitbringen und dann setzt er sich da drüber sofort einfach. Sofort ab. Ist ja bekannt, dass es dann funktioniert, ne? Scheiße, komm, ich brauch mal Tipps hier. Sag mal was an. Was willst du denn tippen? Jetzt mal ganz ehrlich, du bist heute eh wieder vor der Fresse. Ich tippe 2-1. Pass auf, ich tippe 2-1 für Schalke, aber ich weiß nicht, wer die zwei Tore machen soll. Ich sag zur Halbzeit 3-0, danach setzt die 6 Gänge zurück und wir verlieren 0-4. Hör auf meine Worte. Ja, 2-1 haben wir jetzt schon. Das 2-1. Schalke! 0-4! 32 Mario! Ja. Mit der Nummer 9! Ey, ich muss ja auch noch tippen, ne? Ich lasse mich hier schon wieder von der positiven Stimmung anzünden, ne? Dieses Stadion ist halt auch einfach geil und diese Fans sind einfach geil. Ich tippe jetzt hier 2-1 Schalke und frag mich nicht, warum ich das mache. Vereinzelt. So, und rein da. Und die Scheißhütte brennt schon wieder, das kannst du keinem erzählen. St. Pauli stößt an, brauche ich euch nicht viel zu erzählen. Die beste Mannschaft der zweiten Liga mit Marcel Hartl, dem für mich besten Spieler der zweiten Liga, Tabellenführer. Das sind alle Fakten, die ihr wissen müsst. Auch direkt interessant zu sehen, es ist nicht eine Dreierkette, sondern wirklich Schallenberg, Kallas in der IV. Also ja, interessante Aufstellung auf jeden Fall. Schauen wir mal, rein geht's. Also die Aufstellung ist dann tatsächlich so verrückt, wie ich es im Vorhinein schon mitbekommen hatte. Es wird wieder die Geratz-Raute, Karaman auf der 10, Lass mit Herodde vorne drin, Kallas und Schallenberg in der IV. Ich bin sehr, sehr gespannt. 5 neue im Vergleich zu Magdeburg. Ja, St. Pauli hier auf jeden Fall auch mit brutal vielen Auswärtsfahrern dabei. Ich war ja beim Hinspiel da auch. Das ist auch eine brutale Fanszene, muss man sagen. Haben auch cool was mitgebracht. Ey, das ist aber auch wieder so eine Sache, ne? Du frisst hier eine Woche nur Scheiße, hast nur schlechte Laune wegen dem Verein. Gehst in diese Arena rein. Die haben es wieder geschafft, die haben mich wieder angezündet. Jetzt habe ich wieder richtig Bock. Der Verein macht mich fertig, ey, wirklich. Ich kann ihn nicht loslassen, das geht nicht. Was du auf jeden Fall direkt auffällt. Wir spielen ein echt krasses Pressing. Guck mal, wie hoch wir anlaufen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Und das ist unser Ball. Und das ist gut. Boah, richtig Schallenberg. Gut, Junge. Aktive Fanszene hat auch auf jeden Fall einen Banner hier am Start. Ich hoffe, ich kann es richtig lesen. Von Spieler bis zum Aufsichtsrat. Keine Floskeln, kein Gerede mehr. Irgendwie sowas. Ja, fühle ich. Ja, jetzt wird es gefährlich. Das sind die Ekligen. Boah! Boah! Boah!
holt er den, Alter? Wow, bei St. Pauli wird direkt verletzungsbedingt gewechselt. Smith. Scheiße, ich glaube, ich habe den bei Kickbase. Egal, für Schalke ist gut. Scheiß auf Kickbase, Digga. Ja, und Hartl, ey, über den haben wir gesprochen. Ganz, ganz krasser Zocker. Jo, jo. Oh, ey, guckt euch das mal an. Die spielen einfach gegen den Ball. Mann gegen Mann. Guck mal, wo Schallenberg steht als Innenverteidiger. Da ist Risiko. Ich hoffe, das klappt. Ja, jetzt kommt ein langes Ei. Oh. Okay. Gib mir holen, komm! Komm, mach! Ey! Komm, Orian, bring mal einen da. Gut! Ah, noch eine! Jawohl! Ja, nimm ihn! Ey! Mehr X-Goals als gegen Magdeburg jetzt! Bitte? Mehr X-Goals als gegen Magdeburg jetzt! Komm, Junge, komm! Komm, Kenan! Ah! Gut! Weiter! Weiter! Hey, wir machen Druck, Junge! Ole, ole, ole! FC Schalke 04! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Ja. Nein, nein, nein! Ah, Mann! Scheiße! Er geht! Ja, er geht, wir holen! Jetzt passiert gleich. Jetzt passiert. Digga, ist hier eine Atmosphäre drin. Die Arena steht in einer halben Stunde zum fünften Mal komplett. Weiß nicht, weil ich das letzte Mal gesehen habe, ey. Hey! Gar nicht! Mein Gott. Ey, ich danke dir, ne? Aber wo ist das Tor? Hey, zu gleich nochmal. Ich sag euch ehrlich. Hier sind 35 Minuten gespielt. Was ist los? Die gehen in die Zweikämpfe, die spielen Fußball. Ganz andere Mentalität auf dem Platz. Ich bin so positiv überrascht. Die Stimmung ist halt auch brutal. Ne? Die Fans merken das direkt. Ganz anderes Gesicht als in Magdeburg. Gefällt mir richtig gut. Gutes Ding. Nein! Mann! Scheiße! Jetzt fällt er, ja. Guck mal, Variante. Boah! Weiter! Pfeift der für die, oder was? Ach, du bist ja selten doof, ey, ehrlich. Ey, wer hätte das gedacht? St. Pauli bildet da einen Kreis, um sich zu besprechen, weil die nicht wissen, was hier passiert. Die dachten wahrscheinlich, die reisen ja an, kurz 3-4 Hütten und ab nach Hause. Ja, auch lange nicht mehr gesehen. Keller der zweiten Liga bist. Wenn die Mannschaft zeigt, dass sie Bock hat, kriegst du genau das hier, Alter. La 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 la
Da vorne gibt er das Foul nicht. Hier gibt er auf einmal Gelb. Wenn wir er den verarschen, Alter. Was ist denn mit dem los? Will, der geht doch vom Trainer weg, Junge. Wenn du Scheiße pfeifst. Hier ist Feuer drin, ey. Hat auch lange nicht mehr erlebt. Halbzeit! Stark, Junge! Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Hört euch das mal an. So gehen die in die Halbzeit. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Guckt euch den Karaman an. Der ist direkt auf Stopp. Geil, Alter. Weiter. Ey, jetzt werden sie gerade leise. Boah, was eine Halbzeit. Mit so einer Stimmung in die Kabine gehen? Lange nicht mehr gesehen, ey. Geiles Ding, Alter. Ja, Freunde der Sonne. Ey, ich habe kurz 10 Minuten sacken lassen. Halbzeitanalyse. Halleluja. Wird gerade gepfiffen. Die St. Pauli-Spieler kommen wieder raus. Geht jetzt gleich weiter. Das ist ein brutales Spiel von uns, da kannst du gar nichts sagen. Absolut stark. Ich würde sagen, die beste Halbzeit der Saison. Spielerisch super, taktisch super. Ey, taktisch super. Genau das, was ich letzte Woche eingefordert habe. Die Mannschaft kommt jetzt gerade wieder rein. Gibt Applaus. Geil, Alter. Ich hoffe, wir halten 45 Minuten durch. Es wäre so ein wichtiger Überraschungssieg. Come on, Alter. So, weiter geht's. Konzentration oben halten. Und genau so weiterspielen. Genau so weitermachen. Und das war übrigens schon wieder voll. Na jo, siehst halt nichts. Kannst mal zu viel Mann gehen, Junge. Ja! Ja! Oh! Der Star! Oh, nimm ihn! Oh, nimm ihn! Oh! Oh. Ey, guck dir das mal an, wie früh wir hier drauf gehen. Das ist ja Wahnsinn. 14. gegen Ersten. Ah. Unser Ball. Gut, Junge! Stark! Okay, okay, okay! Nein, was weißt du denn, Mann? Was weißt du denn? Mann, ey, gar nicht! Kein Foul! Hey! 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 Was weißt du denn, Mann? Mann, ey! Wahnsinn, das Ding kocht hier, ey. Junge, 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 der pfeift aber auch eigenartig, ey. Na, was ist denn hier los? Hat Haben wir gerade einen Tunnel gegen St. Pauli gegeben? Jawohl! Und Sophie, hey, der ja nicht fit ist. Ne? Lässt mein Herz höher schlägen, sagt er. Ja, Hammer. Das ist ja fast Santiago. Santiago bei der Bildung. Ja, ist richtig, Mann. Wahnsinn. Ja! Ohe Maria, Ohe Maria ist für dich. Von Elbe bis zu Isar! Hoch wir da stehen, mit 5 Leuten. Das ist krass, das ist genau das, was ich gegen Magdeburg wollte. Ja, aber wir verlieren 2 Kämpfe, nee! Geil, Junge! Ja, Mann! Genau so, Mann! Aber unser. Ganz starkes Spiel von Brian Lassme, Alter. Richtig gut, Junge. Theke Kopf kommt rein. Lassme, kein Tor, aber trotzdem super Spiel. Okay, Junge, komm, trau dich was. Trau dich was, Theke. Ah, jetzt bist du zu weit weg. Jetzt bist du viel zu weit weg. Glück gehabt. Eieiei, Glück gehabt. Wieder, Schalke 04! Was passiert hier?
Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also ich glaube, ehrlich, ich glaube, gleich wache ich auf, fahre zum Spiel, 0-5. Gleich wache ich auf irgendwann. Schalke, 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 Schalke. Kamadai! Kamadai! Scheiße. Ha! Ja, weiter, weiter, weiter! Ole, ole, ole! Bitte! Ja! 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 Tor für unsere Mannschaft! Tor für Schalke! 0-4! Torschütze, Meter Nummer 19, Kenan! Karaman! Karaman! Bitte! Au! Boah, ich bin so fertig, ich habe einfach 1 geschrieben. Nee, es sind 3. Es sind einfach 3. Eieiei. Komm, Junge. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Du musst nur spielen. Ja, ja. Hans! Ach, da passt das vierte. Ende ist zu dieser. Oh, immer wieder. Es soll viel. Ja! Was ein Spiel, Alter. Was ein Spiel. Hey. Was habe ich am Anfang gesagt? Ja, weil du Ahnung hast. Ey, unfassbar. Oh, Junge. Sieg den FC St. Pauli. Schalke. Nein! Verdienter Applaus, Alter. Was ein Spielmann. Mit allem gerechnet, aber nicht damit. Boah, guckt euch das jetzt an. Guckt euch das jetzt an, Mann. Das ist Gänsehaut, Alter. So, Freunde, wir sind raus aus dem Stadion. Oh, Junge, es fühlt sich so gut an. Der Mann hat recht gehabt, wirklich. Der hat sich so aufgebaut im Auto. Ich sagte die ganze Zeit schon, ist alles scheiße. Oh, guck mal, da hinten singen sie schon wieder. Ja. Wir holen den Pokal. Ja, so schnell geht's. Das ist Schalke 04. Gehen wir hier runter oder rechts? Ey, Wahnsinn, Freunde. Hier ist einmal die Tabelle eingeblendet. Da seht ihr, wie wichtig das war. Natürlich auch Punkte, die du so nicht einplanen konntest. Ich glaube, erst die zweite Niederlage von St. Pauli in dieser Saison. Aber Schalke war wirklich einfach richtig gut. Ein hochverdienter Sieg, taktisch von Gerards. Ich habe gerade schon mit dem Coach hier gesprochen. Der Ludwig hat ja auch Ahnung, ne, vom Taktischen. Der sagte direkt nach 5 Minuten, oh, sieht gut aus, mutig. Mann gegen Mann. Wahnsinn, du hast halt St. Pauli richtig angesehen, dass sie überhaupt nicht wussten, was da abging, weil die wahrscheinlich damit gerechnet haben. Die stellen sich halt hinten rein. Ja. Aber ich sage auch, der Trainer hat auch in der Pressekonferenz einmal gesagt, so, ja, standen da und waren erstmal überrascht, ne, was Schalke gerade da so macht. Ne? Und das ist schon sehr, sehr mutig und sehr, sehr gut, was sie gemacht haben. Also Chapeau an den Trainer. Ja, muss man da wirklich mal loben. Also ich habe halt vor dem Spiel gedacht, auch wegen der Aufstellung. Das ist vielleicht sogar das letzte Spiel von Gerards. Mir haben so viele Leute geschrieben, guck dir das an, der ist verrückt. Der spielt mit Kavadai und Ojan auf den Halbpositionen. Der spielt Schallenberg als Innenverteidiger. War überragend. Und die Mannschaft heute, Dankeschön, das war spielerisch gut. Und die sind in die Zweikämpfe gegangen. Die haben aggressiv gespielt. Aber halt nicht so dieses nur plumpe Malochen und einfach alles nur zerstören, sondern halt auch schlau und halt auch mit dem Ball gut. Wahnsinn. Ich bin so glücklich, Freunde. Das war's mit dem Vlog.
für diese Woche. Lasst ein Like da, wenn er euch gefallen hat. Checkt natürlich auch Ludwig aus. Wir sehen uns ja Montag schon wieder bei der Baller League. Montag, ja. Und da holen wir dann auch 3 Punkte. So sieht's aus. Halt mal so fest. Macht's gut, Jungs. Ja. Haut da rein. Ciao, ciao.